Göttin des Gemetzels. Oh, hier Pfeile. Pfeile sind immer gut. Hier, lass mich dir helfen. Was? Hältst du mich für hilflos? Ich bin überrascht, dass eine Frau in deinem Zustand so hart arbeitet. Die Ankunft deines Kindes ist ein Segen. Ach, ich bin kein Zimperlieschen. Oh, tut dir etwas weh? Mein kleines Böhnchen macht sich nur etwas bemerkbar. Meine Arbeiter sind zu lahm. Ich muss dahin und sie antreiben. Lass mich, Nibet. Na, dann gehen wir jetzt mal die Arbeiter antreiben. Hä? Wahrscheinlich. Baba! Ipui! Könnt ihr mich hören? Was ist passiert? Der Tunnel ist eingestürzt. Baba und Ipui sind noch da drin. Wie kann ich helfen? Bist du stark genug, um den Weg freizuräumen? Vielleicht kannst du sie rausholen. Bitte, Neb. Es sind meine Brüder. Warte hier. Ich tue, was ich kann. Da werde ich wohl durchbrechen müssen. Hey du, bist du verletzt? Ja, hab mir den Knöchel verstaucht. Mein Bruder Baba arbeitete weiter hinten. Der Tunnel ist eingestürzt. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ich hol dich erstmal raus. Dann suche ich ihn. Vorsicht! Ich glaube, ich habe ein Zischen gehört. Das hat der Typ da vorne nicht gepackt, oder was? Bis hier reinzugehen, die Tür aufzumachen. Mhm. Ipui! Jetzt kann ich mich um ihn kümmern. Du musst zurückgehen und Baba finden. Schnell! Er ist vielleicht verletzt oder Schlimmeres. Kümmer dich um ihn. Ich werde deinen Bruder finden. Danke, Neb. Gehört. Schlangen oder so zischen, hat er gesagt. Friede, Wadjet. Verzeih, dass ich deine Grünen tötete. Es gab keinen anderen Weg. Bist du verletzt? Nein, ich konnte mich vor dem Einsturz gerade noch hier reinzwängen. Ich hatte keine Ahnung davon. Wir wollten eigentlich den Fluss erreichen. Das ist sehr wahrscheinlich Teil des alten Tempels. Brauchst du Hilfe, um herauszukommen? Es geht mir gut. Ich gehe zurück zu meinen Brüdern und ruhe mich aus. Was ist das hier bitte? Ich würde mal sagen, eine alte Bibliothek. So, jetzt gehe ich mal wieder zurück. Soll mich ja bei dem melden. Nee, bei der Tussi soll ich mich melden. Na gut, dann. Gehen wir zu ihr.
Vorarbeiterin. Der Tunnel ist teilweise eingestürzt. Aber ich konnte den Arbeitern helfen. Mein kleines Böhnchen und ich sind froh, dass du noch rechtzeitig vorbeigekommen bist. Mögen die Götter dich tausendfach für deine Mühen segnen. Pass gut auf dich auf. Und mögen die Götter dein Böhnchen segnen. Tausendfach segnen. Juhu.